Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es im Intro gesehen. Es wurden Inhalte heruntergeladen. Das heißt, wir haben wieder ein Update bekommen. Wir sind jetzt aktuell auf der Version 1.48.5.45s. Heute gab es dann auch die Ankündigung, wann das Balkan DLC erscheinen wird. Nämlich am 19. Oktober. Aufzeichnungstag ist heute, jetzt muss ich ein bisschen gucken, heute ist der 5.10. Das heißt, es ist exakt in 2 Wochen und ich hoffe, dass ich das dann auch pünktlich an den Start bekomme. Leider gehöre ich nicht zu denjenigen, welchen, die das eventuell schon früher fahren dürfen. Dafür ist mein Kanal zu klein. Wenn ich SCS per E-Mail anschreibe, dann denken die sich auch, was will der? Gut. Wir werden den nächsten Fotopunkt heute anfahren. Ich habe übrigens auf der Karte geguckt. Es war ein Mega-Update auf jeden Fall. Hat eine Weile gedauert, bis er das runtergeladen hat. Auf der Karte selbst ist aber diesbezüglich nicht unbedingt irgendwas zu erkennen, um was es da genau geht. Naja, jedenfalls kriegen wir dann bald das DLC. Viele neue Strecken, die wir dann natürlich auch abfahren werden. Und das wird dann dort auch so sein, dass wir die Karte abfahren und einige Sachen werde ich dann eben auch zwischen den Folgen machen. Was lag da denn? Gehört das so? Das gehört bestimmt nicht so. Was haben wir gesagt? Sind auf einer Beta unterwegs, ne? Also hier stimmt aber mal ganz krass was nicht. Eieiei. Vor allen Dingen, das ist eine. Alter. Das ist eine Strecke, die nichts mit dem Update zu tun hat. Genau, ich habe keinen Unfall verursacht. Hat nicht mal geknallt, Mann. Unfall verursacht? Nee, ist nichts passiert. Da stimmt was nicht. Das ist mir aber nicht aufgefallen. Das kann aber auch an einer der Modifikationen liegen, die ich hier drin habe. Und wir sind auf einer Beta und Modifikation und Beta, das sind unter Umständen Dinge, die nicht zusammenpassen. Wir werden es sehen, wenn es final ist. Ich werde es nicht im Auge behalten, weil bis wir da mal wieder zufällig vorbeikommen, ist das schon wieder vergeben und vergessen, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier irgendwo müsste, sollte, könnte jetzt ein Fotopunkt sein. Und zwar links von uns. Dann wollen wir mal gucken. Escape. Gehen wir ins Fotostudio. Gehen wir in den Fotomodus. Links von uns. Da. Das ist dann der Ätna. Okay. Nach oben können wir nicht. Irgendwie unspektakulär, aber was wir natürlich versuchen können, wartet mal. Entschuldigung, immer noch erkältet, logisch, so schnell geht's nicht weg, Dale. Aber was wir probieren können. Ich meine, wir haben ja die Mod, dass uns irgendwelche Sperren ausgeblendet werden. Ich muss aber schauen, wie weit wir hier kommen, bis das irgendwie dann doof aussieht. Kommen wir hier durch? Ja. Frage ist jetzt, wann fallen wir von der Karte? Vielleicht kriegen wir von dem noch ein viel schöneres Bild.
Gucken wir mal. Mehr als nicht klappen kann es nicht, oder? So. Okay, wir haben zweimal fotografiert. Wir werden jetzt wieder umdrehen, weil hier vorne sieht das nicht sehr vielversprechend aus. Ehrlich gesagt. Mal gucken, wo wir hier hinkommen würden, wenn wir hier weiterfahren. Nirgendwo. Hier ist ein Fotopunkt. Ja, ich würde jetzt tatsächlich sehen, dass ich hier irgendwo wieder umdrehe. So. Jetzt geht es quasi für uns hoch nach Skandinavien. Ich hoffe, das Ding ist von dieser Seite auch Phantom. Ja. Da gucke ich mir aber gleich nochmal die Karte an. Wie wir hier jetzt wirklich fahren. Okay, wir sind hier. Ich will eigentlich nicht wieder da zurück, sondern vielleicht hier hoch und dann über Neapel. So, das heißt, ich würde den nächsten Punkt hier hinsetzen. Ja, sieht doch gut aus. Und so machen wir das auch. So. Jetzt bis zum Hafen. Schlafen können wir auf dem Schiff. Noch mal ganz kurz gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein schöneres Bild hin. Weil das hier ist natürlich auch irgendwie schon so, ne? Guck mal. Glaube, das ist noch viel schöner. Ja, das ist das perfekte Bild. Hätten wir da gar nicht reinfahren müssen. Okay. Ja, Mensch, aber ich denke mal, bis zum 19. werden wir hier unsere Fototour auf jeden Fall beendet haben. Und dann wird es ja auch auf der im neuen DLC einige neue Fotopunkte geben, die wir dann anfahren können. Und was wir, glaube ich, zum Kennenlernen auch machen werden. Und dann werde ich so nach und nach die ganze Karte auch wieder freifahren. Dann werden wir wieder Aufträge annehmen. Es gibt neue Frachten dort. Ich habe gesehen, Wohnmobile als Beispiel. Dann, ja, wie man heute neudeutsch sagen würde, Vans oder allgemeindeutsch Bullis, ne? Oder auch Transporter, wo hinten kein Heckaufbau drauf ist. Was man sich dann quasi als Kunde selbst konfigurieren kann. So, hier hat's geknallt. Jo. Ja, Mensch, im Video von Philipp Kess gesehen, da war, boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hier so ein Geschwindigkeitsevent, 100-Meter-Race. Da hat sich dann einer mit seinem Audi, keine Ahnung, auf jeden Fall mit dem Audi auf den Bart gelegt. Das Fahrzeug sah entsprechend gut aus. Leider hat der Fahrer es nicht überlebt. Kann passieren, sowas. Ne? Ist natürlich schade, beim Zieleinlauf tatsächlich überschlagen. Ja, ich sag mal so, die Jungs und Mädels sind schon ein bisschen
irre, die das machen. Also auf, ich sag mal, auf 100 Meter so bis auf 400 km/h oder was zu beschleunigen, das ist schon eine Hausnummer, ne? Ach ja. Aber wie sagt man so schön, das Leben geht weiter. Guck mal, da vorne auch schon wieder. Alter, hier sind Texturfehler drin. Will ja nichts sagen, ne? Aber woher kommen die? Der lässt mich rein, das ist gut. Der hat gefälligst zu warten. Ja, wie gesagt, dann fahren wir auch wieder Aufträge. Mal gucken, dann werde ich mir auch mal wieder eine neue Lackierung suchen. Geht ja bald schon wieder auf Weihnachten zu, ne? Mir fällt auf, meine 90 ist, nee, 80 ist hier erlaubt, wollte gerade sagen. Entschuldigung, ich hatte gerade die Zeilen verwechselt. Ich habe gedacht, 90 sind erlaubt und 80 fahren wir. Nee, es ist eher andersrum. Wir hangeln uns jetzt irgendwie quer durch die Landschaft. Ich möchte nach Skandinavien noch, dass wir dabei in Norwegen zum Beispiel die Brücken noch abfotografieren. So, Mautstation mal wieder, ne? Wir bleiben. Ich fahre auf diese Spur, weil da ist gerade keiner. Da haben wir vielleicht sehr gute Möglichkeiten durch. Eieieiei. Das hat jetzt ein bisschen geleckt. Sollte ich den Verkehr etwas runterschrauben? Notorischer Linksfahrer hier. So, Palermo. Genau, ja. Was soll ich erzählen? Fällt mir irgendwas ein? Nein. Wochenende sind Wahlen in Bayern und Hessen. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Ich hatte schon gesagt, so diese Übergriffe, das ist unter aller Sau. Man darf eins nicht vergessen: Wir sind alle Menschen, egal welcher Partei wir angehören oder so. Und sowas geht gar nicht. Sowas geht einfach nicht. Ich finde es nur interessant, wie wieder drüber berichtet wird. Ja, die haben das gelogen und die Frau Weidel ist im Urlaub und so weiter, was sie ja tatsächlich gar nicht ist. Das ist ja alles auf Empfehlung gewesen. Weißt du, da werden. Ich finde es so schlimm, wenn immer irgendwelche Sachen behauptet werden, die nicht stimmen, die man vor allen Dingen gar nicht beweisen kann, wo man keine Belege für hat, weißt du?
Es ist. Aber das wäre völlig egal, ob das jetzt jemand von den Grünen wäre oder von der CDU oder SPD oder sonst irgendwas. Wenn jetzt hier Frau Baerbock bedroht werden würde und man müsste sie mit der Polizei oder durch die Polizei schützen, dass sie meinetwegen aus ihrer Wohnung raus, vorübergehend raus muss mit ihrem Mann und man sagt, Mensch, gehst du am besten mal hier ein bisschen auf Malle. Ja, da ist das alles ganz, ganz entspannt und ne? Da würde keiner sagen, boah, die Frau Baerbock ist im Urlaub, deswegen geht sie nicht zum Wahlkampf oder so, ne? So immer, aber das ist im Allgemeinen ja so, immer so diese Anschuldigung, ne? Es ist meiner Meinung nach ganz, ganz schlimm, was hier in Deutschland abläuft. Es wird immer wilder. Es wird immer wilder. Leider. So, was haben wir hier denn? Ein Parkplatz. Nicht mehr und nicht weniger. So, zur Werkstatt müssen wir nicht. Wir sind in Palermo. Entschuldigung. Das heißt, wir werden uns jetzt wahrscheinlich hier in Richtung Hafen bewegen. Ich sollte meine Stimme schonen. Vom Sprechen kratzt es nämlich ziemlich im Hals. Also entschuldigt bitte, wenn ich vielleicht auch in diesem und in den nächsten Videos etwas weniger rede, kann ja auch ganz entspannt sein. Wo ihr euch denkt, Mensch, ja, der Typ labert sowieso zu viel. So, du fährst dahin. Weiß, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du mal ein bisschen auf dein PIN da drücken würdest. 30 km/h, die haben sie doch nicht mehr alle hier. Ob ich mal rüberfahre so ein bisschen? Oh, Entschuldigung, Leute. Es tut mir leid. Heute viel zu viel gequatscht, ey. So, und hier vorne müssen wir rechts und die werden immer langsamer. Das ist echt schlimm. Ja. Gucken, wo wir gleich hinkommen. Hier ist kein Verkehr mehr. Auch cool. Kein mehr Leben. Da ist das Schiff. So, rauf auf die Fähre. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt hier. Was wäre denn jetzt das Gescheiteste? Jedenfalls nicht nach hier, das ist Blödsinn. Ja, hier hoch schon, ne? Nach Neapel. Und dann hier quer durch. Und
Könnte dann natürlich auch nach Bari durchfahren und hier durch nach Triest. Können wir eigentlich auch machen. Warte mal. Wenn wir jetzt die Fähre hier haben, wir kommen da wieder raus. Ja, aber Bari führt uns auch wieder so ein bisschen zurück, ne? Ach, guck mal einer an hier. Wir werden auf jeden Fall. Ne, wir fahren von Ancona aus. Werden wir dann hier hochfahren. Guck mal, so. Da findet man noch rote Punkte. Das ist unglaublich. Da hat man noch mal was geschraubt und gebastelt. Triest haben sie aber in Ruhe gelassen, war ja. Da kommen wir dann an, dann fahren wir hier hoch. Ja, so machen wir es, genau. Was haben wir jetzt gesagt? Wir wollten hier hin, ne? Nach Neapel, ne? Genau. Aufbrechen. Aber liebe Leute, ich sehe gerade mit Erschrecken, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über euer Abo, freue mich über einen Daumen, über nette Kommentare. Und wir sehen uns wieder. Und nicht vergessen, am 19. Oktober soll das DLC jetzt erscheinen. Und gucken wir mal, was es uns bringt. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich würde sagen, wir stellen uns hier jetzt einfach hin. Ich fahre hier entgegen der Fahrtrichtung, bevor wir dann morgen unsere Fahrt fortsetzen. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, macht's gut, bis morgen. Tschüss.